Ja, herzlich willkommen Jörg Steinhardt und Annalena Schnarz zur dritten Talkrunde, Thema sexuelle Selbstbestimmung und Vielfalt. Gern willkommen auf dem Sofa. Ja. Hallo. Ja, wir haben zwei Gäste sitzen, die zwei wichtige Organisationen in der Stadt vertreten. Das ist einmal Programmier Berlin, Annalena Schnarz vom Vorstand der Programmier Berlin. Und ja, Applaus, Applaus. Und wir haben Jörg Steinhardt als Geschäftsführer des LSVD, Lesben-Schwulen-Verband Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen auch heute hier in der Umgebung. Beide kennen Sie wahrscheinlich von der Papstdemo und so von ganz vielen Aktivitäten, wo schon mal sehr stark aufgerufen und zu einer Demo mit vielen tausenden Menschen. Jetzt sitzen wir aber hier und wollen über das Thema Akzeptanz sexueller Selbstbestimmung und Vielfalt von Lebensformen diskutieren. Deshalb will ich als erstes Jörg Steinhardt fragen, wie sieht denn die Situation überhaupt in Deutschland aus, vielleicht auch in Berlin? Wie ist es denn mit der Akzeptanz sexuellen Selbstbestimmung und vor allem auch der Akzeptanz von Vielfalt sexueller Identitätsorientierung, ich glaube, hier hakt etwas, in Berlin, aus Ihrer Sicht des LSVD? Ja, wir haben eine gesellschaftliche Liberalisierung, die kann man feststellen, aber gleichzeitig gibt es nach wie vor Homophobie und Transphobie. Das zeigt sich, wenn lesbische Paare Händchen halten durch die Straßen gehen oder schwule Paare, dann werden sie angepöbelt. Es kommt zu Gewaltvorfällen. Schwul ist das Schimpfwort Nummer 1 auf Schulhöfen. Und diese jetzige Regierung hat bis heute nicht verstanden, dass wir keine Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse sind. Die Ehe muss geöffnet werden. Wir wollen das Adoptionsrecht. Wir wollen gleiche Rechte in dieser Gesellschaft. Ja, vielen Dank. Wir stehen ja heute auch hier, weil parallel zu uns ein Marsch für das Leben stattfindet. Wir sind ja auch nicht gegen das Leben. Aber dieser Marsch hat eine andere Orientierung und wir werden Sie in circa 15 bis 20 Minuten hier erwarten. Sie werden uns streiten sozusagen. Dann machen wir mal kurz eine Pause, falls wir noch mitten in der Diskussion sind und begrüßen natürlich die anderen Gruppierungen. Ja, das soll aber mein Stichwort sein. Konservative Kräfte in Deutschland, radikale Fundamentalisten, christliche Fundamentalisten, so bezeichnen wir sie. Sie selbst nennen sich oft selbsternannte oder eben auch sogenannte Lebensschützer, sagen wir. Wir sagen aber auch Abtreibungsgegner. Ist das auch bei Homosexuellen zu spüren, dass solche radikalen Kräfte oder konservativen Menschen sie beeinflussen in ihrer Arbeit oder aber natürlich auch im Alltag? Was ist da so die Beeinflussung, die Diskriminierungserfahrung aus Ihrer Sicht? Ja, es sind einfach religiöse Fanatiker, die ihre eigenen Dogmen, ihre antiquierten Ansichten zur gesellschaftlichen Norm erheben wollen, die das Selbstbestimmungsrecht von anderen Menschen einschränken wollen und ja, gegen uns polemisieren. Das fängt damit an, dass manche Menschen behaupten, Homosexualität ist heilbar. Andere versuchen aus der Religion heraus zu argumentieren, dass Lesben und Schwule nicht gleich behandelt werden dürfen. Und wieder andere aus verschiedenen religiösen Strömungen regen sich darüber auf, wenn wir aufklären wollen und behaupten dann, wir haben ein Schulfach schwul. Sowas gibt es überhaupt nicht. Wir wollen einfach über die Vielfalt von Lebensweisen informieren und wir wollen nicht solche komischen Behauptungen, die junge Menschen insbesondere verunsichern. Und deswegen sind wir ja auch hier. Wir gehen hier auf die Straße. Wir wollen nicht diesen Dogmen Raum verschaffen. Wir wollen uns dem entgegenstellen. Wir wollen eine Gesellschaft, wo Menschen selbstbestimmt leben können, auch Lesben und Schwule. Ja, vielen Dank. Applaus. Ein klares Statement für alle hetero- und homosexuellen Menschen dieser Stadt und die Touristen, die uns hier jetzt gerade unterstützen. Nun aber zu Annalena Schnarz. Profamia arbeitet seit vielen Jahrzehnten an dem Thema sexuelle Selbstbestimmung, reproduktive Gesundheit, Familienplanung. Aus Ihrer Sicht, was sind eigentlich die wichtigsten Positionen von Profamia, vor allen Dingen auch im Hinblick auf ungewollte Schwangerschaften in Deutschland? Was sind Ihre Forderungen? Naja, die wichtigste Forderung von Profamia nach den Gesetzesänderungen in den 90er Jahren, ist immer noch eine Streichung des Paragraphen 218. Abtreibung darf nicht illegalisiert werden und Frauen, die
die Notwendigkeit sehen oder den Wunsch haben, eine Abtreibung durchzuführen, dürfen nicht stigmatisiert werden oder in ihrer freien Entscheidung behindert werden. Vielen Dank. Applaus. Ja. Wir haben in den vorigen Gesprächen ja schon ein bisschen gehört zu dem Klima in Deutschland. Also, wie ist der Umgang mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch? Jutta Begnau hat einiges dazu gesagt, Gabi Haller. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht als Profa-Frau, auch aus der Sicht der Beraterinnen? Welches Klima herrscht zum Thema Schwangerschaftsabbruch, gerade eben auch in der Wahrnehmung von Beratungsstellen? Ja, das gesellschaftliche Klima zum Thema Abtreibung ist irgendwie zwiegespalten. Auf der einen Seite sollen Frauen, die in der Lage sind oder äußerlich gesehen in der Lage sind, Kinder großzuziehen, sei es jetzt vom Alter abhängig, von den von der Einkommenssituation der Frau oder dem Paar, sollen Kinder bekommen und sollen eben nicht abtreiben. Auf der anderen Seite haben wir dann die Frauen oder Mädchen, die eben genau dazu gebracht werden sollen, einen Abbruch vorzunehmen. Da haben wir auf der einen Seite die minderjährigen Schwangeren, wo im Prinzip fast schon davon ausgegangen wird, dass sie einen Abbruch machen sollen. Aber auch da gibt es welche, die entscheiden sich dagegen. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite noch Frauen mit Beeinträchtigungen, die auch auf gar keinen Fall Kinder bekommen sollen. Also man hat da so ein zweigeteiltes, im Prinzip so eine zweigeteilte Meinung. Grundsätzlich ist aber das Klima in Deutschland, dass Abtreibung tabuisiert wird. Es wird nicht drüber gesprochen. Und das macht sich auch natürlich in der Beratung deutlich, wenn man Frauen vor sich sitzen hat, die völlig verunsichert sind, auch was ihre rechtliche Situation betrifft, die nicht wissen, ob sie eine Erklärung jetzt abgeben müssen. Und da sehe ich die größte Schwierigkeit, dass eben halt auch mittlerweile ein schlechtes Gewissen verbreitet wird, dass Frauen unbedingt, also wenn sie schon einen Abbruch machen, dann sollen sie dabei ein schlechtes Gefühl haben, sollen möglichst viele Hürden überwinden müssen und sollen alles Mögliche tun, um quasi eine Schwangerschaft zu behalten. Das ist so die gesellschaftliche Stimmung, das ist so der Blick auf Abtreibungen der breiten Gesellschaft. Deshalb stehen wir hier und sensibilisieren zum Thema und fordern alle auf, unterschreiben Sie unsere Resolution. Hier gibt es einige, die mit solchen Zetteln, also Unterschriftenlisten laufen. Bitte unterstützen Sie uns. Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung in Berlin. Werden Sie Mitglied als Einzelperson, als Organisation. Wir wollen weiter an diesem Thema arbeiten, nicht nur im Rahmen von Kundgebungen, sondern auch von Fachveranstaltungen, verschiedenen fachlichen Diskursen, um vor allen Dingen auch junge Menschen, Menschen nicht nur aus Deutschland zu sensibilisieren, dass wir ein Recht haben auf freie Entscheidungen, auf sexuelle Selbstbestimmung und vielmehr natürlich, wenn es um reproduktive Gesundheit und Familienplanung geht, sollen Frauen frei entscheiden können, ohne gesellschaftliche Beeinflussung, vor allen Dingen ohne Beeinflussung konservativer Kräfte. Ja, dazu rufe ich Sie auf. Vielen Dank an unsere beiden Rednerinnen.